Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, zum Motorrad Linz 2016 am Stand von Duratec mit dem Abenteuerexperten Niki Grundtag. Hallo Niki. Hallo, servus, willkommen. Niki, ich trage diesen Aventuro-Helm, bin absolut begeistert. Irrsinnig bequem, leicht, schaut geil aus und hat irrsinnig viele Funktionen. Da kann man ja so Kameras draufstecken, wie wir da oben sehen. Richtig. Leider habe ich schon ein bisschen was kaputt gemacht, aber das muss ich mir dann nachher bestellen. Und da, jetzt gibt es eine neue Version, eine Weiterentwicklung, und genau, zwar als Klapphelm. Richtig, genau. Also wir haben sehr viele gute Reaktionen gehabt auf den Carbon-Helm letztes Jahr. Viele Leute haben allerdings gesagt, sie hätten sehr gern einen Helm mit Sonnenblende. Und viele haben auch gesagt, sie sind ganz einfach Klapphelmfahrer, und deswegen haben wir uns praktisch in der zweiten Generation jetzt des Themas Klapphelm angenommen und haben da auch wieder einen guten Partner dafür gesucht. Und die Nummer eins bei Klapphelmen ist die Firma Schubert, und mit denen haben wir gemeinsam ganz einfach einen Adventure-Klapphelm entwickelt. Was heißt Adventure? Das ist ein Helm, der vom Äußeren her jetzt ein bisschen einem normalen Helm gleich. Das heißt, ich kann ihn mit Visier fahren oder auch ohne Visier, kann auch eine Enduro-Brille hier verwenden, habe einen Sonnenschirm, was bei Klapphelmen normalerweise nicht üblich ist, und habe zusätzlich auch hier die Sonnenblende drinnen, was, wie gesagt, viele Leute gern haben wollten. Mhm. Das wäre, glaube ich, was für Nils, der steht ja irrsinnig drauf, weil wenn wir so auf Reisen sind und auf Tests in Ischgl zum Beispiel, dann mag er das einfach schnell hoch, Fotos machen, filmen, genau, wieder zu. Richtig, ja. Ich bin da mehr auf dieser Seite, aber was mir taugt ist, dass man da auch im Gesichtsbereich ein bisschen Platz hat. Das ist ganz wichtig für mich. Genau. Ja, aber wie du richtig gesagt hast, es ist gerade zum Fotografieren oder auch zum nach dem Weg fragen, man hat auch oft die Situation, wenn man, sag jetzt mal, beim Endurofahren auf nicht so ganz legalen Pfaden unterwegs ist und man begegnet jemanden, ist immer was anderes, wenn man aufklappen kann, wenn man Hallo sagt, sind wir hier richtig, Entschuldigung, wenn wir falsch sind oder so und so weiter. Also es hat durchaus der Klapphelm seine Vorteile und auch ganz einfach sehr viele Freunde, die das so haben wollen. Wir haben halt nur einfach gesagt, es wäre schön, wenn man mal einen hätte, der auch ein bisschen abenteuerlicher und ein bisschen aggressiver designt ist, weil die Klapphelme oft vom Design her sehr auf der konservativen Seite sind. Und vor allem, was wichtig ist, ein spezielles Feature, um das wir uns sehr gekümmert haben, ist die Belüftung. Du hast ganz einfach, wenn du mit dem Motorrad ein bisschen Offroad unterwegs bist, fangst du immer gleich zum Schwitzen an. Speziell bei einem Helm, der wie dieser hier sehr auf Komfort und auf gute Lautstärke, also Lärmdämmung konzipiert ist, ist das ein wichtiges Thema. Mhm. Und deswegen haben wir die Belüftung quasi weiterentwickelt, haben hier ein spezielles Mundstück entwickelt, das mehr Luft hineinlässt, und haben auch die originale Schale um weitere Belüftungskanäle erweitert, damit man ganz einfach mehr Luft zum Kopf bekommt. Ich sage immer, beim Helm das Wichtigste ist die Sicherheit, dann der Komfort und dann das Design. Ja. Und das schaut man ja besonders bequem aus da, dieses Innenfutter, oder? Ganz flauschig. Genau. Also das ist bei Schubert wirklich von der Verarbeitung her und von der Sicherheit alles made in Germany, wirklich top of the notch, was man sich wünschen kann. Auch was die Mechaniken betrifft hier von der Sonnenblende, das ist auch etwas, was ganz einfach dort wirklich jahrelang hält, was man auch ganz einfach von dieser Firma kennt, und deswegen ist das für uns der logische Partner gewesen dafür. Hast du zum Schluss noch eine Info für uns, welche Größen es gibt, welche Designs? Den gibt es also in insgesamt 3 Schalengrößen, daraus ergeben sich 7 Tragegrößen von XS bis XXXL. Es gibt für uns insgesamt 7 Designs. Wir haben einen einfachen, einen matt-schwarzen, das geht bei 6,49 dann preislich los, und haben dann die bunten Designs, haben wir also in verschiedenen Farben, die dann preislich bei 7,49 liegen, und also insgesamt 7 Farben, 7 Größen, sollte jeder was finden. Super. Ihr seid der Ausstatter von Kopf bis Fuß, und jetzt schauen wir uns was für die Füße an. Wunderbar.